Hi meine Lieben und willkommen zurück zu Teil 2 von Conan Exiles Age of Heroes. Wir sind gerade auf dem Beta-Test-Server und gucken uns an, was es denn so alles an Neuerungen geben wird. Im letzten Part habe ich euch hier über die belebten Städte berichtet und in diesem Part gucken wir uns das zweite große neue Feature an, aber nicht mit Leiche im Bild. Und zwar sind das einmal die Begleiter. Ja, was ist denn jetzt damit gemeint? Vorab muss ich dazu sagen, es wird nichts an den Begleitern geändert, also an den Kämpfern oder so, sondern tatsächlich werden wir zwei neue Companions bekommen, also Begleiter. Einmal Freya und einmal Liu Fei. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was hat es denn mit den beiden auf sich? Ganz einfach. Bei beiden könnt ihr eine Questreihe spielen. Um diese Questreihe spielen zu können, müsst ihr natürlich an den jeweiligen Standort der beiden. Bei Freya sollte das vielleicht jedem bekannt sein, denn sie ist nach wie vor hier oben im Norden zu finden. Aber statt dass sie uns angreift, sitzt sie jetzt da und auch das Bild hat sich ein bisschen verändert mit den herumliegenden Leichen. Und ihr könnt dann einfach hingehen und mit ihr interagieren und sprechen. Sie erzählt euch dann ein bisschen was und ihr könnt verschiedene Antwortmöglichkeiten auswählen. Ich habe das jetzt tatsächlich schon gemacht und habe von ihr die Aufgabe bekommen, die Leichen hier zu durchsuchen. Und tatsächlich habe ich bei einer Leiche auch diese Notiz eines Sklaventreibers gefunden. Mit der kann ich jetzt wieder zu Freya gehen und mit ihr weiter interagieren. Leo lässt sich hier finden bei Dagons Umarmung. Und auch mit ihm kann man interagieren. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir hier reinlaufen. Die Verderbnis nimmt zu und kommst du vielleicht auch raus, damit wir mit dir sprechen können? Ja, scheint gerade ein bisschen buggy zu sein, denn normalerweise läuft hier aus diesem Ding ein Geist raus, mit dem ihr dann interagieren könnt. Was noch wichtig ist zu sagen, wenn ihr die Questreihen beendet habt, dann können diese beiden Trolls auch eure werden. Also eure Begleiter oder Follower, wie man das jetzt bezeichnen möchte. Und sie entwickeln auch tatsächlich unterschiedliche Perks als die normalen Trolls, die wir eben schon kennen. Je nachdem, welche Geschichte, welche Antwortmöglichkeiten ihr wählt, entwickeln sich eben auch die Perks dazu. Außerdem könnt ihr durch die Questreihe auch Rüstung oder andere Sachen freischalten. Ja, Funcomp plant natürlich im Laufe der Zeit auch weitere Companions einzuführen, die dann auch wieder mit Questreihen versehen sind. Einen Nachteil hat das Ganze aber, und zwar ist das begrenzt auf die Exiled Lands. Also alle, die gerne auf Scepter spielen, da habt ihr leider erstmal Pech gehabt. Die Companions sind nur in den Exiled Lands verfügbar. Ja Leute, und in dem Sinn haben wir das zweite Infovideo zu Age of Heroes auch schon fertig. Wenn ihr Bock habt, dass wir zusammen die Questreihen durchspielen, dann schreibt es mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare und dann können wir das auf jeden Fall machen. In dem Sinn Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Scannt die QR-Codes, wenn ihr Bock habt, meinem Discord zu joinen. Da haben wir übrigens auch einen eigenen Conan-Server, falls ihr da mitspielen möchtet. Und lasst natürlich gern ein Like da und ein Abo, wenn euch das Video gefallen hat. In dem Sinn Leute, bis dann, bye bye.